Grüße euch, Paraguay Live. Herzliche sonnige Grüße wie immer aus Paraguay. Heute sprechen wir über Swimmingpool. Also bleibt dran. Da haben viele von euch gefragt, Pitt, Hausbau eine Seite und die zweite Sache, macht ihr auch Swimmingpool? Macht ihr auch Kincho, also Grillbereich, Wege, Zuwegungen etc. 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 Auch zum Beispiel Tiefbrunnenpumpe und so weiter. Da gab es viele Fragen, deshalb werde ich das Video etwas aufteilen, damit es nicht zu lange bleibt. Ich spreche heute ganz kurz über Swimmingpool. Also bleibt dran. So, am besten, wo soll ich einmal anfangen? Am besten bei unserem Pool. Also hier ist unsere kleine Terrasse am Haus. Und wir sind gerade unser Pool, was 4 Meter breit ist, 8 Meter lang ist, mit kleinigen Zusätzen. Im Prinzip fangen wir an zu renovieren. So müsste etwas warten, weil die Sonne immer rein und raus kommt, ist etwas bewölkt und von daher ändert sich natürlich das Bild. Gut, also unser Pool, der ist jetzt 18 Jahre alt, schätze ich mal. Also wir sind 20 Jahre hier, also der Pool schätze ich mal 17, 18 Jahre. Hält sich hervorragend. Damals wurden die Fliesen noch nicht geklebt, sondern auf den Mörtel gesetzt. Das hatte natürlich seine Nachteile, die jetzt nach einigen Jahren einfach rauskommen, so dass einige Fliesen so abgebrochen sind. Die Gäste, vor allem auch die Kinder, springen gerne runter oder rüber in den Pool und da passieren halt solche Sachen. Und natürlich durch die Sonne sehen die Fliesen nicht mehr so aus wie jetzt vor 17 Jahren. Deshalb zeige ich euch einige Kleinigkeiten, die wir jetzt verändern werden. Und ihr könnt euch gleich den alten Pool nochmal anschauen. Also kommt mit mir. So, da könnt ihr unseren Pool sehen. Hier ist die Dusche. Also aus Naturstein. So, hier unten kann man relativ gut erkennen, das ist der Jacuzzi-Bereich. Die Fliesen unten vom Boden haben wir gerade rausgeholt. Einige sieht man auch da hinten noch gerettet. So, hier haben wir noch eine Treppe, ja, wo man runter geht. Da hinten, ganz hinten, sieht man so eine kleine Sitzbank. Richtig top Sache, kann man sich richtig hinsetzen. Und dahinter werde ich noch mal rausgehen und euch etwas näher zeigen. So, aus dem anderen Blickwinkel. Da sind so kleine Wasserfälle, auch alles Natursteine. So, da sind unten noch die alten Fliesen, die wir natürlich hier zum Teil für die Wände noch benutzen werden. Da seht ihr noch die Beleuchtung des Pools. So, und die Bodenfliesen sind komplett entfernt. Und da werden wir es renovieren. Und diese Seite, das ist der Jacuzzi, da sieht man die praktisch die Düsen. Ja, da ist die Sitzbank. Natürlich auch schon ohne Fliesen. Und diese Bordsteine, die werden natürlich auch renoviert. Bei so vielen Tieren, die wir haben, lässt sich nach 17, 18 Jahren ja leider nicht mehr das Ganze beibehalten, so wie es früher war. So, hier sieht man noch die Palmen. Also sieht richtig klasse aus. Ich zeige euch auch hier den schönen Ausblick. Einfach herrlich.
So, hier nochmal der Pool. Also wie gesagt, die Größe 4 Meter in der Breite, 8 Meter in der Länge. Dahinter sieht man so einen Grillbereich, Kincho. Und da rechts im Prinzip die Dusche. So, das ist der Blick hier von unserem Kincho aus. Ja, oben seht ihr halt die Reste des Daches sozusagen. So, und das ist die andere Seite. So, ganz kurz nochmal. Ob sich die Renovierung lohnt oder nicht, lass mal dahingestellt. Normalerweise denke ich nicht, aber gut, man kann also schlecht, auch für mich jetzt zeitlich, da wir jetzt im Sommer sind, komplett alles rausreißen und neu machen lassen. Deshalb habe ich mich persönlich auch für die kleine Renovierungsarbeiten entschieden. Aber grundsätzlich zu den Kosten, das wird euch sicherlich auch interessieren, was so ein Pool kostet. Also, unser Team, wie gesagt, baut nicht nur schlüsselfertige Häuser, sondern, wie ich schon in den anderen Videos erwähnt habe, auch das Ganze drumherum. Ihr kommt meistens ohne Sprachkenntnisse, also braucht ihr natürlich dementsprechend Hilfe. Und jetzt geht es um den Pool. Also, so ein Pool wie bei uns, eine Standardmasse 4 Meter auf 8 Meter, müsst ihr ungefähr mit 350, 400 Euro pro Quadratmeter rechnen. Also schlüsselfertig. Ja, schlüsselfertig meine ich auch inklusive Pumpe, also so, dass der Pool, Standardpool auch funktioniert. Ja, hier bei uns sieht man natürlich sehr, sehr viele extra Sachen, die auch extra Geld kosten. Ja, zum Beispiel die Dusche, Jacuzzi, die Rundungen, die Treppe, ja, die runtergeht und den kleinen Wasserfall etc. etc. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich spreche jetzt von dem Standardpool, damit ihr überhaupt ja eine Idee habt, ja, wo wir überhaupt sind. So, also so ungefähr könnt ihr mit diesen Kosten rechnen. Ja, also umgerechnet auf Quadratmeter. Aber wie gesagt, diese Pools 4x8, die werden oft gefragt, deshalb benutzen wir das ja auch, diese Masse. Man kann es genauso etwas breiter machen und etwas länger machen. Also da sehen wir überhaupt gar kein Problem. Von der Bauweise ist es im Prinzip das Gleiche. Ich werde euch also auch da hinten zeigen, wo wir einen neuen Pool ungefähr in diesem Stil erstellen werden. Und da melde ich mich natürlich aus dem neuen Pool. Bis dahin, bleibt gesund. Ja, die Sonne, die spielt ja komplett verrückt. Also was heißt verrückt? Normal. Aber die Lichtverhältnisse ändern sich ja immer. So, kurze Zusammenfassung. Also, Neubau, Swimmingpool, gar kein Problem. Einfach anrufen und dann lasse ich euch die Telefonnummer, auch die E-Mail-Adresse. Letztendlich zum Schluss. Keiner fährt ja gerne für einen kleinen Pool 120 Kilometer von Piribebuy entfernt. Also ich spreche jetzt diese Preise hier in unserem Neubaugebiet bzw. im Raum Piribebuy mit unseren Grundstücken. Okay, also in diesem Sinne, falls ihr nochmal Fragen habt, einfach unten auch in den Kommentaren bitte aufschreiben. Sonst teilt das Video per WhatsApp, Instagram, Twitter oder auch Facebook, wie auch immer, damit andere, die Interesse haben an Swimmingpools in Paraguay, auch davon profitieren. Mach's gut, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.